Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Universe Mode bei unserem Steffoverse. Ja, es ist der Tag nach unserem Special Pay-Per-View NXT vs. Main Roster. Und ich finde, das war ein richtig, richtig geiler Pay-Per-View. Oh, Wahnsinn. Und ja, jetzt sind wir bei Raw. Es geht weiter Richtung Money in the Bank. Und ja, als erstes trifft Mustafa Ali auf Seth Rollins. Das gewinnt Mustafa Ali. Dann Noé Rosé gegen Davot. Das gewinnt Davot. Alexa Bliss gegen Naomi. Gewinnt Alexa Bliss. Nikki Cross gegen Tamina. Gewinnt Nikki Cross. Bobby Roode gegen Rey Mysterio. Gewinnt Bobby Roode. Und Drew McIntyre kam rein. Bobby Lashley gegen Luke Gallows. Gewinnt Luke Gallows und Braun Strowman gegen The Miz. Gewinnt Braun Strowman. Schauen wir uns noch den Rest an, die News. Okay. Rivalitäten. Ohne die. Da gewinnt Davot gegen Noé Rosé und er kommt nicht über ihn hinaus. Okay. Okay, dann gehen wir zu SmackDown. Und dann sind wir bei SmackDown angelangt. Und da hören wir die Musik von Mexican Sensation. Er hat jetzt ein Qualifikationsmatch The für following den contest Money in the is Bank. scheduled for one fall. Making his way to the ring from Juárez, Chihuahua, Mexico, weighing in Oh mein at Gott, da ist Louis, was will 159 Louis? pounds, the luchador. Louis ist da mit dem Stuhl. Er wird doch jetzt nicht. Oh mein Gott, er tut es wirklich. Louis ist zurück und es scheint so, als wenn er fit ist, also keine Verletzung mehr. Und er greift seinen Tag Team Partner Mexican Sensation an. Oh. War ja doch so stinksauer, dass er den Titel verloren hat. Eieieiei, was geht da bei Louis im Kopf vor? Mexican kann sich auf jeden Fall noch wehren. Aber das mit dem Stuhl, das hat schon reingehauen. Aber es hat jetzt wieder mal nicht funktioniert, so wie ich es wollte. Und zwar, dass Louis ihn ordentlich dermaßen verprügelt. Mein Gott, na. Ja, er hätte jetzt gegen Daniel Bryan einen Qualifikationsmatch gehabt. Das ist jetzt leider vorbei. Nee, es ist nicht Sin Cara, es ist Mexican Sensation. Es ist sowas in der Art. So, dann hat mal Ember Moon gegen Carmella. Das gewinnt Carmella. Beide sind jetzt verfeindet. R-Truth gegen Shelton Benjamin gewinnt R-Truth. Rusev von Shinsuke Nakamura gegen New Day. Gewinnt New Day. Oh, sind jetzt alle verfeindet. Hallo Leon Presch. Dann Davot gegen Andrade. Das gewinnt Andrade. Uiuiui. Und dann kommen wir zum nächsten Qualifikationsmatch für das Money in the Bank Match. Max gegen Randy Orton. Let's go. Und dann kann das Match beginnen. Max gegen Randy Orton. Das Qualifikationsmatch für den Money in the Bank Pay-Per-View. Für das Leiter-Match. Einen Qualifikanten haben wir schon, oder der sich halt qualifiziert hat, und zwar unser Darbot.
die Main Train gegen Elias, hat er letzte Woche gewonnen. Ja, Breakdance hier von dem guten Max. So, Randy Orton hängt jetzt in den Ringseilen am Mattenrand und ja, kriegt jetzt erstmal einen Schlag in die Schnauze. So, Max geht hinterher. Den Tritt kann er ausweichen, Randy Orton, aber auch den Schlag kann Max ausweichen. Jetzt wieder gekontert von Randy Orton. Randy Orton rennt in den Ring. Max hinterher. So, jetzt zeigt dann Suplex. Der Randy Orton, ja. Geht auch durch. Und wir haben jetzt Backstage-Informationen zu Mexican Sensation. Nachdem Lewis den Schlag mit dem Stuhl in den Rücken fabriziert hatte, hat er sich offenbar verletzt, der gute Mexican. Er wird wohl ein paar Monate ausfallen, aber dazu haben wir noch keine weiteren Informationen. Aber auf jeden Fall hat Lewis ihn... Oh, schöne Springboard-Action mit dem DDT auf dem Mattenrand von Max. Informationen, dass er sich auf jeden Fall verletzt hat und dass er bis Money in the Bank auf jeden Fall nicht fit sein wird. Ja, was das jetzt für Lewis heißt und Mexican Sensation, das wissen wir leider nicht. Das werden wir dann hoffentlich in den nächsten Wochen erfahren. Aber ja, es scheint so, als wenn die kein Tag Team mehr sein werden. Und mal gucken, wie es da weitergeht. Cover von Max, aber Kickout bei 1 von Randy Orton. Und schauen wir mal, ob der Lewis noch ein Qualifikationsmatch bekommt, ob er jetzt den Part einnimmt von Mexican Sensation. Da müssen wir jetzt mal schauen. Jetzt gibt es einen 619 aus der Ringecke von Max. Max jetzt auf dem obersten Ringseil. So. Schöner Splash. Und jetzt rennt er noch. Nee. Doch, geht noch mal hoch aufs oberste Ringseil. Zeigt noch mal den gleichen Move, oder? Ja. Aber da kann jetzt Randy Orton kontern. Oh, Uppercut. Jetzt hängt Max in den Ringseilen. Und da gibt es jetzt den DDT aus den Ringseilen. Oh, das sieht nicht gut aus für Max. Aber Andy mischt sich jetzt ein. Kann das Max ausnutzen? Na, jetzt kommt er erst hoch. Ah, doch, jetzt kommt die Schlagkombination und Tritte. Aber jetzt schon wieder Randy Orton. Mit dem Tritt in den Magen. Und dann noch ein Neckbreaker hinterher. Oh, und jetzt soll der RKO kommen. Die Viper ist da, aber Max kann den kontern. Aber Randy Orton kann nachsetzen. Ja, triffst du Aufgabegriff. Kann Max da rauskommen oder muss er aufgeben? Aber es sieht gut aus, dass er da rauskommt. Jetzt Ellbogenstöße und er ist raus aus dem Aufgabegriff. Aber schon wieder Randy Orton schneller als Max. Und Neckbreaker von Randy und Cover gleich hinterher. Kickout bei 1. EP Wrestling, danke für den Follow. Ah, jetzt kann Max kontern. Aber Randy Orton schon wieder viel schneller. Nächste Neckbreaker. Ah, da gibt es jetzt einen Konter von Max. Aber den Tritt kann Randy Orton auch wieder auskontern. Und da gibt es den nächsten Neckbreaker. Also er hat irgendwie nur Neckbreakers in seinem Repertoire. Ja, jetzt geht er gezielt auf die Gelenke von Max. Jetzt gibt es die ganzen Tritte. Aber Max kann kontern mit einem Uppercut. Jetzt gibt es einen Whippen in die Ringecke.
Er kommt angeschrammt. Und da soll jetzt der 619 aus der Ringecke kommen. Boom. Und er trifft auch. So, Max jetzt wieder auf dem obersten Ringseil. Er zeigt den Ellbogen, aber Randy Orton kann sich wegducken. Aber gut. Boah, schöner Kimura von Max. Neckbreaker jetzt von Max. Und Max hat seinen Finisher. Und er geht durch. Jetzt das Cover, aber ich glaube es... Ah, ne, geht. 1, 2, 3. Max hat sich für das Money in the Bank Match qualifiziert. Und somit haben wir schon zwei Abonnenten drin. Das ist doch schon mal super. Einmal Darwood und einmal Max. Hier sehen wir den RKO-Versuch von Randy Orton, den misslingt, den Neckbreaker von Randy Orton inklusive Cover gleich hinterher. Hier die dritte, die Stomps, der Roll-Up. Here is your winner, the Phenom, Max! So, und dann hätten wir SmackDown auch abgefrühstückt. Schauen wir mal. Ah, nichts Interessantes für uns dabei. Rivalitäten. 8 Wochen, 2 Wochen, 2 Wochen. Okay. Max 9., David 7. Okay, also da ändert sich gar nichts. Und dann gehen wir mal zu Main Event. Und dann sind wir bei Main Event. Da trifft Joseph Akala auf Alexander Wolf. Das gewinnt Alexander Wolf. Dann Tyler Bate gegen Cassius Ohno. Das gewinnt Tyler Bate. Kylo, Dallas Spirit aber gegen den Varsity Club. Das gewinnt der Varsity Club. Dann Killian Dane gegen Robert. Gewinnt Killian Dane. Und Leyaki gegen Pete Dunne. Gewinnt Pete Dunne. Und damit herzlich willkommen zu NXT. Und wir sind gleich mal im Match drin. Und zwar in einer 5-Man Battle Royale. Und zwar geht es um die Qualifikation für den Money in the Bank Pay-Per-View. Wer hier gewinnt, hat sich qualifiziert. Nachdem sich ja jetzt Darwood und Max schon qualifiziert haben. Und ja, mal schauen, wer sich hier durchsetzen kann. Ja, ja, klar, Max, das war ja auch so gedacht, dachte ich ja. Aber wie gesagt, das Ankündigungsvideo würde ich trotzdem machen. Und wenn ihr vorproduzieren könnt, dann müsst ihr wissen, ne? Weil wie gesagt, ihr seid 2 Wochen halt nicht da wegen SummerSlam. Also ich hätte jetzt gesagt, nach SummerSlam wäre es eigentlich am besten. Aber müsst ihr wissen, ob ihr dann so viel vorproduzieren könnt. So. Schauen wir mal. Also im Match sind auf jeden Fall dabei. Also Total Package, Leyaki, Ace Black, Joseph Akala und Mike. Und Akala ruht sich erstmal unten aus. Ace Black hängt in der Ringecke jetzt nicht mehr. Jetzt geht er zu Akala. Also Total Package ruht sich aus. Leyaki und Mike behaken sich. Ach, reale Wrestler. So, Total Package mit dem Flapjack gegen Akala. Mike mit Ace Black da hinten im Gange. Ace Black jetzt unten an den Ringseil. Kann es trotzdem Mike schaffen, ihn rauszupressen? Ne, Ace Black kann wieder reinkommen. So, Leyaki nimmt sich mal eine Auszeit.
Attacke mit ein paar Kniestößen gegen sie total Package, dann noch ein Tritt. Oh, Clothesline jetzt von so total Package. Und wenn ihr das fertig besprochen habt, könnt ihr mir ja auch gerne bei Discord dann die ganzen Details mal so aufschreiben, was ich dann in einem Ankündigungsvideo sagen kann, was so viele Regeln sind und so weiter und so fort. Und wann ihr jetzt wirklich damit anfangen wollt. So. Ah, bis jetzt ist noch keiner rausgeflogen hier aus dem Match. So, Mike berappelt sich langsam wieder, kriegt aber einer von Ace Black auf die Fresse. Jetzt geht er auf Total Package los, der Ace Black. Ace Black jetzt in Bedrängnis von Mike. Kann er es schaffen, ihn rauszuhauen? Nein, er geht wieder runter. Schafft das jetzt vielleicht? Oh, oh, ne, Aki ist draußen durch Akala. Da bleibt mir gleich mal die Stimme weg. Leyaki ist raus. Oh, Backbreaker von Mike an so Total Package. Gekontert jetzt von so Total Package. Ace Black mit Agala beschäftigt. Oh, da gibt es eine Ohrfeige. Dann noch ein Ellbogenschuss. Jetzt so Total Package. Aber Mike kann kontern. Ah, Suplex von Mike. So, jetzt beschäftigt er sich wieder mit Ace Black. Ace Black in der Ecke. Er will ihn unbedingt rausschmeißen, der gute Mike. Nachdem er ihn ja schon im Steel Cage Match besiegt hat. Ah, jetzt kommt der Ellbogenstoß von Ace Black. Somit ist die Gefahr beseitigt. Oh, Ohrfeige jetzt von Ace Black an Akala. Ace Black räumt hier ganz schön auf. Schöner, schöner Move vom Ringseil. So, Mike auch wieder auf den Beinen. Oh, da ist das Total Package wohl zu schwer für Mike. Er kriegt ihn nicht hoch. So, Agala auch wieder auf den Beinen, aber kriegt dann gleich mal eine gefangen von dem Total Package. So, er lehnt ihn an, aber jetzt ist er ein Bedrängnis, der gute Akala. Das Total Package will ihn rausschmeißen. Auch Mike mit Ace Black da im Gange. Schafft. Nein, Akala kann sich befreien. So, jetzt ist Mike mit dem Total Package zugange und Akala mit Ace Black. Oh, der Pay Dirt von Mike an so Total Package. Noch ein Backbreak. Nein, kein Backbreaker, kann gekontert werden von so Total Package. Boah, Clothesline noch da hinterher. Oh, Ace Black macht das mal Yoga. So, Ace Black jetzt wieder mit Mike. Oh, The Total Package mit Akala und Akala ist raus! Nach der Clothesline von The Total Package. Ah, da jubelt da, der Junge. Ace Black mit Mike. Schafft es Mike nochmal runterzukommen? Oder haut Ace Black ihn raus? Nein, Mike schafft es nochmal aus der Ringecke dazu kommen. Aber da gibt es jetzt den Samoan Driver von The Total Package an Mike. So, Ace Black schnappt sich aber gleich mal so Total Package.
So, ist Black jetzt oben auf dem Ringseil. Was zeigt dein Elbow? Nein. Da kann der Total Package ausweichen. Ace Black mit dem Kick, aber Mike kann sich noch mit einem Arm festhalten und auch das Nachsetzen hat nicht funktioniert von Ace Black. Oh, Suplex jetzt von Ace Black an Mike. Den Tritt kann Mike abfangen. So, Total Package auch wieder auf dem Bein. Oh, da sollte glaube ich die Klo sein an Mike gehen und nicht an so Total Package. Hat er Mike noch mal Glück gehabt? Senden von so Total Package an Ace Black. Oh, jetzt haut er Ace Black mit dem Kopf auf den Turnbuckle und jetzt. Ist eine Ringecke, will Ace Black raushauen, der gute zu Total Package. Mike schaut sich das mal an, ob er es schafft. Ah, ah, er schafft es. Tatsache. Ace Black ist raus. Oh, jetzt DDT von Mike an zu Total Package. Und was sagt er da? Oh, Pile Driver von Mike. Ah, gekontert von The Total Package. Und was sagt er jetzt, The Total Package? Er zeigt den Samoan Driver zum zweiten Mal gegen Mike. Na, wer wird sich für Money in the Bank qualifizieren? Mike konnte wieder kontern. Oh. Oh! Da hat er einen Schlagring rausgeholt aus seiner Unterhose, der Mike. Und der Total Package hat jetzt eine Platzwunde am Kopf. Und da ist der Paydirt. Oh, jetzt muss er ihn eigentlich nur noch zum Ringseil führen. Dann glaube ich, war es das. So, er nimmt Anlauf für Mike. Clothesline und der Total Package ist raus. Mike hat sich qualifiziert für das Money in the Bank Ladder Match. Also Darbot, Max und Mike. Also Bullet Club, German Bad Boys und The Bulls. Bis jetzt jeder ein Mitglied dabei. Jedes Mitglied dabei. Richtig cool. Here is your winner, the Hooligan, Mike. Und dann hätten wir als nächstes Chandler Williamson gegen Robert. Das gewinnt Chandler Williamson. Dann Roderick Strong, Johnny Gargano und Kaisers Ohno in einem Triple Threat Match. Das gewinnt Johnny Gargano. Dann die Alles Mitte dabei gegen die Street Profits. Gewinnen die Street Profits. Alexander Wolf gegen The Crusher. Gewinnt The Crusher. Adam Cole gegen Gallo. Oh, Gallo hat gewonnen gegen den NXT Champion. Und dann kommen wir zu Andy gegen Steffo. Es geht um das Qualifikationsmatch, um den Money in the Bank Pay-Per-View und um den Hauptherausfordererplatz bei dem NXT-Titel. Oh, schauen wir mal, wer hier sich durchsetzen wird. Und dann kann das Match beginnen. Dieses brisante, wichtige Match zwischen den beiden. Einmal um den Hauptherausforderer, um den NXT-Titel. Und einmal um die Qualifikation für das Money in the Bank Match. Und ja, schauen wir mal, wer sich hier durchsetzen wird. Es war auch gesagt, es dürfen keine Manager mit dabei am Ring sein. Sie sollen es unter sich alleine ausmachen. Und ja, jetzt schauen wir mal. Haben auf jeden Fall gut zusammengearbeitet im Special Pay-Per-View NXT gegen Main Booster. Bei den 8-Mann Elimination Tag Team Match. So, Steffo jetzt mit einem Suplex. Side Suplex. Den Tritt kann Andy abwehren.
Oh, boah. Ah, jetzt ein Back Body Drop von Stefan Andy. Dann gibt es einen Snap noch hinterher. Also Andy hat schon mal nicht so leichtes Spiel wie gegen Kutuek. Und das Cover von Steffo, aber das 1, ja, das war klar. Kickout bei 1. So, entweder wir haben zwei Leute von den German Bad Boys mit bei Money in the Bank oder zwei Leute von den Bulls. Uppercut jetzt von Andy. Und Suplex von Andy. Cover jetzt von Andy. 1, aber auch Kickout bei 1. Das reicht noch nicht, Jungs. Tritt in den Magen von Steffo. Und was zeigt er dann noch? Ein Suplex. Ah, jetzt. Ah. Jetzt kommt nochmal ein Suplex von Steffo. Und dann noch ein Legbob hinterher. Jetzt der Konter von Andy mit dem Backbody Drop. Aber der tritt im Rücken, den tut Steffo nicht weh. Wieder gekontert von Steffo. So, jetzt hängt er an den Seilen der Andy und ja, da wippt er einfach mal das Ringseil zurück, der Steffo. Und dann landet Andy wieder im Ring. Der nächste Snap. Spinebust, nein, gekontert von Andy in einem DDT. Und Andy macht sich bereit für den. Nein, macht er nicht. Rippen jetzt in die Ringseite. Ah, Kollision. Oh. Spinebuster von Andy an Steffo. Zieht er ihn einfach hoch und wirft ihm im Ring umher. Und da soll jetzt wohl der Piledriver kommen. Aber Steffo ist schlau. Er rollt sich erstmal raus auf dem Mattenrand. So, jetzt nimmt er ihn auf die Schultern und verpasst ihm einen Flapjack. Wieder gekontert von Andy mit einer Clothesline. Und jetzt Steffo wieder gekontert mit einem Backbody Drop. Wieder Spinebuster, aber wieder gekontert von Andy und einem DDT. Ah. Da kommt der nächste Spinebuster jetzt von Andy. Und das Cover. 1, 2, aber Kickout bei 2 von Steffo. Und jetzt soll der Piledriver kommen vom Andy. Wenn der durchgeht, dann war's das. Der geht durch. Eins, zwei, drei. Ja. Andy hat gewonnen. Andy hat ein Match um den NXT-Titel und ist beim Money in the Bank Pay-Per-View mit dabei. Aber Andy reicht Steffo die Hand hin, aber Steffo lehnt ab den Handschlag.
So, dann war es das auch schon wieder für NXT. Dann haben wir jetzt schon vier Teile gemacht. Barbot, Max, Mike und Andy in Money in the Bank Pay-Per-View. Galo also Platz hochgekommen. Okay. Gut, dann gehen wir mal zur nächsten Show, zur nächsten Woche. Und da haben wir schon Money in the Bank. Schauen wir uns noch die Powerwertung an. Da wurde auf 5 bei War. Mexican Sensation auf 11. Max auf 14. Lewis auf 17. Und bei SmackDown. Da wurde auf 10. Mexican Sensation 13. Max 19 und Lewis 21. Und bei NXT ist The Total Package auf 2. The Crusher 5. Andy 8. Chad Evans 9. Ace Black 10. Galo 11. Leyaki 14. Steffo 17. Akala 19, Mike 21, Robert 22. Und das war's. Das war's auch für dieses Video. Wenn das Video euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt dran. Bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.